Hallo YouTube, hallo Welt, willkommen zu meinem neuen Video. Heute das Thema Dichtungen. Dabei spielt es jetzt keine Rolle, ob es dieser Schlagschrauber ist oder ein anderes Gerät, wo Dichtungen verbaut sind. Zur Vorgeschichte erstmal, ich wollte Winterreifen drauf machen, habe mir so also gedacht, Schlagschrauber, alles gut, nimmst du. Plötzlich ging die Verstellung rechts-linkslauf nicht mehr. Also, was habe ich mir gedacht, nimmst das Ding mal auseinander und guckst mal, woran das liegt. Natürlich hier hinten die vier Schrauben erstmal aufgemacht. Dann den Deckel entfernt und gesehen, oh, jetzt hatte ich hier so einen Haufen Dichtung in der Hand. Oh, da kommst du ja gar nicht weiter zu dem eigentlichen Problemfall hier. Rechts-Linkslauf-Verstellung. Jetzt hatte ich das Problem, dass natürlich die Dichtung hin war und ich brauchte eine neue. Und zwar, was brauchen wir da jetzt alles? Wir brauchen einen Karton. Nicht sowas hier, sondern, also es gibt ja Papier. Dann gibt es dickeres Papier und dann gibt es Karton. Zur Not geht auch sowas. Also von der Stärke her. Na, das war jetzt eine Verpackung von irgendwas, was dickeres. Also dickeres Papier hier sind. Karton eben. Dann brauchen wir das, was die Dichtung abzeichnet. In dem Fall hier das Rückteil von dem Schlagschrauber. Das gibt dann in etwa dieses Bild. Dann müssen wir uns den Pappkarton hier, den etwas dickeren, so zurechtschneiden, dass wir zweimal das hier daneben haben. Wenn wir soweit sind, haben wir zwei Stärken dicke Pappe. Eine Stärke Karton, also ein Blatt Karton, so wie die Dichtung etwa aussehen soll, und das Gehäuse von dem Schlagschrauber, womit wir dann die Dichtung herstellen. Wir brauchen jetzt unsere zweischichtige Pappe, das nennen wir als Gegendruck, dann unseren Karton und die Form, die wir überhaupt oder womit wir die Dichtung abzeichnen wollen. Das legen wir so auf den Tisch und verspannen dies mit Schraubzwingen auf dem Tisch. Ruhig etwas fester, nicht zu fest, nicht dass er hier in dem Aluguss, also in dem Fall ist jetzt Aluguss irgendwas kaputt macht. Dann nehmen wir das weg, also lassen es sogar eine Minute erstmal stehen, nehmen das weg und haben eine wunderschöne oder einen wunderschönen Abdruck in dem Karton drin. Der wurde jetzt noch mit Bleistift ein bisschen nachgezeichnet, damit man das dann mit einem Skalpell oder was besser ausschneiden kann. Und somit haben wir unsere Dichtung für unser Gerät hergestellt. Wenn sich nicht alles gleich deutlich abzeichnen sollte, dann könnt ihr die Form nehmen, mit etwas Öl einpinseln und dann nochmal auf diesen Karton drücken, wie ich es jetzt gemacht habe. Na, dann seht ihr hier, weil das Öl brauchen wir dann sowieso, dann seht ihr, dass sich das einfach besser abzeichnet. Dann könnt ihr mit dem Bleistift das erstmal vorzeichnen. Wenn wir mit den Luftkanälen der Dichtung soweit fertig sind, nehmen wir unser Locheisen und machen noch die 5 Bohrungen rein. Dann wird es noch ein bisschen ölig, also dann legen wir die Dichtung noch in Öl ein und zum Schluss können wir sie wieder verbauen. Zum Schluss können wir sie nochmal vergleichen. Hier ist nur leider etwas zu viel weggeschnitten, aber das macht eigentlich auch nichts. Aber so im Großen und Ganzen können wir das schon als Dichtung wieder gelten lassen. So, zum Schluss kommt noch ein bisschen Öl ins Spiel. Konnte ich euch mit dem Video in irgendeiner Form weiterhelfen, gebt mir einen Daumen nach oben, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder neue Videos gibt. Bis dahin, euer Philipp auf YouTube.